Heute geht es ums Leitersteigen. Wir sind hier in Niederoben bei der Feuerwehr und wollen euch heute mal zeigen, wie man Leitern besteigt. Bios, welche genau? Genau. Und zwar hat die Feuerwehr viele verschiedene Leitern. Wir wollen euch vor allem zeigen, wie hoch kann die Feuerwehr eigentlich retten. Also wenn ich jetzt irgendwo in der Wohnung oben bin, in wie vielen Stock kann mich die Feuerwehr da theoretisch rausholen. Da haben wir verschiedene Leitern. Zum einen geht es natürlich auch um unsere Drillleiter, eine der wichtigsten Leitern bei der Feuerwehr. Und aktuell warten wir noch auf die Hanna, denn die Hanna muss heute das erste Mal in ihrem Leben auf die Drillleiter klettern. Wir sind gespannt. Auf jeden Fall. Los. Aber ein ganz kurzer Exkurs zum Thema Leitern. Wie schon gesagt, wir haben verschiedene Leitern, die werden wir euch jetzt gleich alle zeigen. Darunter ist natürlich die Drehleiter, die vierteilige Steckleiter und die Schiebeleiter. Das sind alles so die gängigsten Leitern, die die Feuerwehren dabei haben. Zur Drehleiter ist die offizielle Rettungshöhe 27 Meter. Könnt ihr euch ausrechnen, dass wie wilde OG das ist. Das Problem ist natürlich immer 27 Meter, wenn die Leiter ganz steil, ganz nah am Haus stehen kann. Ist jetzt zum Beispiel das Haus etwas abschüssig von der Straße und so, ist das mit dieser Rettungshöhe von 27 Metern schon wieder schwierig. Natürlich ist die Drehleiter immer die beste Möglichkeit, um Menschen oder Patienten aus dem Haus zu holen, allein weil man den großen Korb hat. Kommt man aber zum Beispiel mit der Drehleiter an die Rückseite des Gebäudes oder nicht gut dran, dann haben wir immer noch die Möglichkeit, Steck- oder Schiebeleitern ans Haus zu stellen und damit dann Patienten zu retten. Aber wie das jetzt alles aussieht, die verschiedenen Leitern, und wie die Hanna sich anstellt beim Hochklettern der Drehleiter hier, das seht ihr jetzt im Verlauf. Das hier ist unser ganzes Material für die Abschutzsicherung. Da die Hanna noch nie die Drehleiter bestiegen hat, sprich hier hochgeklettert ist, muss sie natürlich gesichert werden. Denn wir sind erfahren genug, dass wir das Ganze auch ohne Sicherung laufen, denn mit Atemschutzgerät gibt es hier oben keinen, der einen sichern kann. Und da die Hanna das noch nicht gemacht hat, müssen wir sie jetzt natürlich vorbereiten. Sprich, ich muss mir oben einen Festpunkt im Korb schaffen. Die Hanna braucht einen Sitzgurt, mit dem sie dann festgemacht wird. Das ist sowas hier. Sieht schon sehr speziell aus. Da sitzt sie dann quasi wirklich fest drin und ist gesichert. Und dann kann ihr beim Steigen auch nichts passieren. Ja, und dafür haben wir natürlich dann hier auch das entsprechende Seil. Ja, natürlich ist es nicht normal, dass man unbedingt die Leiter besteigt. Sprich, wann macht man das überhaupt? Das ist eigentlich ganz simpel. Immer, wenn wir Leute über den sogenannten Brückenbetrieb retten wollen, sprich, wir haben fest angeleitet an einem speziellen Punkt, an einem Objekt, wo Leute im Brandobjekt noch drin sind, beziehungsweise da gerettet werden müssen. Und es sind halt so viele, dass wir nicht immer mit dem Korb wieder verfahren können, weil es einfach von der Zeit, der viel zu lange dauert, können wir dann im sogenannten Brückenbetrieb die Leute runtersteigen lassen. Dann haben wir die sogenannte Sprossengleichheit hergestellt, sprich, die Sprossenabstände sind so, dass man auch vernünftig die Leiter runtersteigen kann. Und der nächste Punkt, wo man es macht, ist im Notbetrieb. Sprich, wenn wir eine Störung im System haben und nicht mehr runterfahren können, müssen natürlich die Leute aus dem Korb irgendwie runterkommen. Sprich, dann laufen sie. Das sind so die Punkte. Also wichtig ist, wenn du dich weit weghängen lässt von den Sprossen, hast du halt viel Belastung in den Arm. Das heißt, geh mal ran, möglichst nah an die Sprossen ran, mit dem Oberkörper nach vorne lehnen, Richtung Leiterpark. Also so. Genau. Und dann immer abwechselnd. Mhm. Also rechte Hand hoch, linkes Bein hoch. Dass du nicht immer gleichzeitig, weißt du? Ja, so. Im Kreuzgang, genau. Okay. Und versuch dich nicht mit den Armen hochzuziehen, sondern die meiste Arbeit mit den Beinen zu machen und halt immer ganz dranbleiben. Wichtig ist, guck nach vorne geradeaus, nicht nach unten. Freut sich schon, das freut mich auch. Und wenn was ist, dann sag Bescheid. Aber dann gibt's eh kein Zurück mehr. Doch, warum nicht? Nee. Weißt du, wie hoch das ist? Guck, der Jan Malte, der zieht dich hoch. Jan Malte, du bist die einzige Rettung. Bin angezogen worden, weil ich selber der Sache nicht ganz so fähig bin. Wurde dann auch gesichert, hier mit dem Seil, ihr seht, professioneller Knoten. Sowas dürft ihr natürlich nicht nachmachen, auf so eine Höhe zu klettern. Hier in dem Fall geht das nur, weil ich eingewiesen wurde und hier von oben gesichert wird. Ihr seht das Seil. Also wenn ich abrutschen sollte, dann bin ich auf alle Fälle gesichert. Also es ist erbärmlich hoch, muss ich wirklich sagen. Und ich bin eigentlich jetzt schon fix und fertig und ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube es auch nicht, dass ich bis oben schaffe. Aber die Jungs, die sagen jetzt, es gibt keinen zurück. Ich finde es ja lustig, es trifft wieder die Frauen, ihr wisst, wie es ist.
jetzt heißt es Zähne zusammenbeißen. Wahrscheinlich fragt ihr euch nun, aus dem wievielten Stockwerk ich nun aber einen Patienten oder einen Anwohner mit einer Drehleiter retten kann. Das ist natürlich ganz unterschiedlich, je nach Länge der Leiter. Wir im ländlichen Bereich haben meist eine Leiter 27, auch DLK 1812 genannt. Bei 12 Metern Abstand haben wir eine Nennausladung, also die Rettungshöhe, von 18 Metern. Im städtischen Bereich sind meist L32, also Leiter 32 auch genannt, DLK 2312 üblich. Somit bei 12 Metern Abstand zum Haus oder zum Gebäude haben wir da eine Rettungshöhe von 23 Metern, was dem 7. Stockwerk entspricht. Welche Leiter nun aber gebraucht wird, also eine Leiter 27 oder eine Leiter 32, entscheidet das jeweilige Gefahrenpotenzial der Gemeinde. Gibt es keine Hochhäuser, brauche ich auch keine lange Leiter. Was ist nun aber mit Gebäuden, die höher als 21 Meter sind und mehr als 7 Stockwerke haben? Dort müssen die Menschen ja auch gerettet werden. All diese Gebäude, auf die dies zutrifft, müssen laut Bauordnung einen zweiten baulichen Rettungsweg haben. Und das, was ihr hier seht, was die Hanna dort macht, also die Leiter hochklettern bzw. dann im Brandfall die Leiter herunterklettern, wird natürlich nur in Ausnahmesituationen gemacht. Das heißt, funktioniert die Drehleiter nicht mehr oder es sind so viele Menschen zu retten, dass es einfach zu lange dauern würde, jeden Mensch mit dem Korb einzeln herunterzufahren und in der Zeit würden die anderen Menschen oben gegebenenfalls verletzt werden. Nur dann werden die Menschen über die Drehleiter heruntergeführt. Fassen wir nun also nochmal zusammen. Kann die Leiter möglichst nah am Gebäude stehen und möglichst steil stehen, immer dann können wir die maximale Rettungshöhe erreichen. Steht die Leiter weit vom Gebäude weg und der Winkel ist ziemlich flach, dann können wir die maximale Höhe nicht erreichen und auch die maximale Zuladung der Leiter aufgrund der langen Hebelwirkung nicht voll ausschöpfen. Alles, was wir nun aufgrund von baulichen Gegebenheiten mit der Drehleiter nicht erreichen können, muss dann mit der dreiteiligen Schieb- oder mit der vierteiligen Steckleiter erreicht werden. Dazu gleich mehr. Und, wie war's? War doch gut. Sie hat's geschafft, hey! Ja, also ich bin schon ein bisschen stolz, wobei ich muss eins sagen, wenn man den Moment überwindet, wo man weiß, ach du Scheiße, jetzt ist es hoch, dann ist es, glaube ich, egal, wie viele Meter es noch sind. Aber, also nicht zu stoppen war auf alle Fälle, glaube ich, eine gute Taktik. Irgendwie ist es dann so ein bisschen wie so ein Wettkampfding und du denkst dir halt, okay, alles klar, Challenge accepted und dann geht's halt einfach nur noch nach oben. Ja, sie hat's auch sehr gut geschafft. Ich wusste ja auch, da wartet jemand auf mich. Genau. Der bringt mich heil runter. Ah, das hat schon alles geklappt. Sie war ja stets gesichert. Ich habe natürlich auf die Hanna aufgepasst. Ja, super. Geil. Ich warte ja jetzt dabei, wie ich die Drehleiter hoch bin und jetzt haben wir noch so eine kleine Leiter aufgestellt. Da frage ich mich natürlich, wofür braucht man die? Ja, eigentlich ganz simpel. Für alles, wo wir natürlich mit der Drehleiter nicht hinkommen, müssen wir irgendwie anders hinkommen. Sprich, wir haben irgendwelche Hinterhöfe, wo man mit dem großen LKW halt nicht hinfahren kann. Dafür haben wir dann zwei andere Leitern, sprich erstmal hier im Hintergrund zu sehen die vierteilige Steckleiter und dann noch die dreiteilige Stiebleiter. Nachteil bei der dreiteiligen Stiebleiter ist, sie ist sehr schwer, man braucht sehr viel Personal, deswegen zeigen wir sie heute nicht, aber dafür die vierteilige Steckleiter. Ja. Ja, außerdem können wir es noch als Hilfsmittel einsetzen, ja, zum Beispiel um eine Bockleiter zu bauen. Oder auch bei der Eisrettung, dass man sich auf die Leiter legt und damit sich auf dem Eis fortbewegt. Das sind alles Möglichkeiten, die man mit der Drehleiter nicht machen kann. Dafür haben wir dann die vierteilige Steckleiter dabei. Genau, wo du gerade die Bockleiter erwähnst. Ich denke, die meisten werden jetzt nicht wissen, was meinen die jetzt mit Bockleiter. Kann man sich im Endeffekt vorstellen, wie so ein aufgerichtetes A.
Und damit können wir dann Schläuche zum Beispiel über Zäune legen, wo jetzt irgendwie Stacheldraht oder sowas drauf wäre, beziehungsweise generell über Hindernisse drüber bringen. Und welche Höhe haben wir da? Also in welche Höhe kann ich da retten? Ja, also die Leiter ist an sich 8,40 Meter hoch und retten können wir bis zu einer Höhe von 7,20 Meter. Ja, die Schiebeleiter, die haben wir jetzt hier gerade nicht. Was genau machen wir damit und wie hoch ist die? Ja, auch die können wir wieder zum Retten nehmen. Die ist 14 Meter hoch und die Rettungshöhe beträgt bei der 12 Meter. Ja, und jeder, der sich jetzt gefragt hat, warum ist die Rettungshöhe geringer als die tatsächliche Leiterlänge, das ist natürlich zwei Faktoren geschuldet. Zum ersten, wenn wir die Leiter anstellen, wir nehmen jetzt an, hier meine Handfläche wäre die Hauswand, wollen die Leiter dagegen stellen, bringt es ja nichts, wenn wir jetzt einfach die Leiter platt gegen die Wand drücken und sagen, Gott toll, wir haben 14 Meter Rettungshöhe bei einer dreiteiligen Schiebleiter, wir müssen natürlich noch irgendwie in den Winkel kommen. Und dann, ganz wichtig, wenn wir irgendwo durch ein Fenster wollen oder sowas, müssen wir einen gewissen Überstand haben, dass wir auch sicher von der Leiter ins Fenster reinkommen. Und deswegen kommen wir halt auf diese unterschiedlichen Differenzen von Leiterlänge zur Rettungshöhe. So, wie ihr seht, ist das eine ziemlich wackelige Angelegenheit und gar nicht so einfach, mit der Steckleiter einen Patienten irgendwie aus dem Fenster zu retten. Wenn es geht, benutzt man immer eine Drehleiter, aber das ist wirklich so Ultima Ratio, wenn nichts anderes geht, haben wir das immer noch so, ja, als zweiten Rettungsweg sozusagen. Besser als gar keine Leiter dabei zu haben. Ihr habt es gesehen, wir haben euch die verschiedenen Leiter jetzt vorgestellt, für was wir sie benutzen, wie hoch sie sind, alles zu den Leitern. Aber das Wichtigste ist hier, ihr seht es im Hintergrund, die Drehleiter. Damit können wir einfach am meisten machen. Die kommt auch am häufigsten zum Einsatz. Aber apropos Drehleiter, Hanna, wie war es denn für dich? Also es war auf alle Fälle ein Nervenkitzel und ich war mir am Anfang auch echt nicht sicher, ob ich es schaffe. Aber dann habe ich mir gedacht, gut, jetzt gilt es zu beißen und meine Frau zu stehen. Und ich denke, das ist mir auch ganz gut gelungen. Und wenn ihr noch Bock habt auf weitere Challenges, dann schaut doch mal vorbei bei Das schaffst du nie. Die sind nämlich 24 Stunden Achterbahn gefahren. Und unser letztes Video oder das Video passend dazu zu der Drehleiter, da seht ihr es nochmal genau, was das Ding alles kann.